Hallo, liebe Freunde, ich möchte euch heute etwas über die Adventisten erzählen. Vielleicht habt ihr schon mal Adventisten getroffen oder eine Adventistengemeinde gesehen und euch gewundert, dass die Leute da immer am Samstag zum Gottesdienst gehen und dass es da sonntags einfach ganz still ist und da nicht viel passiert. Das liegt daran, dass die Adventisten eine christliche Gemeinschaft sind, die eine ganz spezielle Besonderheit haben, die sich schon in ihrem Namen widerspiegelt, denn eigentlich nennen sie sich die Freikirche der siebenten Tags-Adventisten. Das ist also eine Besonderheit, dass sie den siebenten Tag besonders feiern und das ist ihrer Überzeugung nach der Samstag, also der jüdische Sabbat, der siebte Tag, an dem Gott sozusagen nach der Schöpfung, nach der Sechstageschöpfung geruht hat und ihn deswegen zum Feiertag erklärt hat. Das ist eine von drei großen Besonderheiten, die diese Freikirche auszeichnen. Man kann sagen, die Siebenten-Tags-Adventisten sind eine im 19. Jahrhundert in den USA entstandene Freikirche, die man grob in eine evangelikale Richtung einsortieren kann. Der zweite große Akzent neben der Feier des Samstags als geheiligtem Ruhetag ist auch in ihrem Namen vorhanden. Sie nennen sich nämlich die Adventisten. Das heißt nicht, dass jetzt die Adventszeit besonders von ihnen betont wird, sondern Advent kommt vom lateinischen Adventus, das heißt Ankunft. In der Adventszeit denken Christen an die Ankunft Jesu. Jesus ist einmal schon angekommen an Weihnachten, als er geboren ist, vor 2000 Jahren. Aber wir warten als Christen auf einen zweiten Advent. Jesus hat angekündigt, dass er nochmal wieder ankommen wird in Herrlichkeit und Macht. Diese sogenannte Wiederkunft Jesu, das nennen die Theologen die Parousie, die wird erwartet und das ist für die Adventisten ein ganz wichtiges Thema, diese Wiederkunft Jesu. Vor allem in den Anfängen hat es so die Initialzündung dieser Freikirche gegeben, die nahe Wiederkunft Jesu. Es gibt noch einen dritten Akzent, der die Adventisten auszeichnet, und das ist eine ganz besondere Art der Lebensführung. Sie betonen eine gesunde Ernährung. Das ist heute ja auch in nichtchristlichen Kreisen ein wichtiges Thema. Für sie ist es schon seit 150 Jahren ein ganz wichtiges Thema, sich gesund zu ernähren. Da werde ich später noch was dazu sagen, wie sich das auszeichnet und was sie da genau beachten. Nachdem sich die Adventisten lange Zeit sehr exklusiv und ausgrenzend als die eine wahre Kirche verstanden hatten, so dass man sie über viele Jahrzehnte auch aus evangelischer Sicht, zu der ich ja gehöre, als eine Sekte bezeichnet hat, hat man dieses Wort jetzt in den letzten Jahrzehnten vermieden und auch sie selber haben diesen Absolutheitsanspruch aufgegeben und haben sich deshalb auch seit 2005 offiziell als Freikirche bezeichnet. Diese Freikirche hat in Deutschland ungefähr 35.000 Mitglieder, die sich in 550 Gemeinden querbeet in Deutschland treffen. Ihr könnt das auf der Website adventisten.de könnt ihr sehen, wo es alles Adventistengemeinden gibt. Der deutsche Zweig der Adventisten, diese 35.000, sind aber nur ein ganz kleiner Teil der weltweiten adventistischen Bewegung, die ungefähr 20 Millionen Mitglieder umfasst und die vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Ländern des globalen Südens stark gewachsen sind, in Lateinamerika und Afrika. Ich will euch ein bisschen erzählen, was es mit diesen Adventisten so auf sich hat. Und wir fangen einmal an mit der Vorgeschichte, die bedeutend ist, auch wenn sie zu dieser Zeit noch gar nicht als Organisation existiert haben. Es beginnt nämlich alles mit der sogenannten Miller-Bewegung. William Miller war ein Farmer an der Ostküste der USA in der Nähe von New York. Er hat eine religiöse Erweckung erlebt, als er schon so Mitte 30 war, hat sich bekehrt, schloss sich einer Baptistengemeinde an und hat dann autodidaktisch
angefangen in der Bibel zu lesen, nur mit Hilfe einer Konkordanz, wo so Bibelstellen nach Stichworten aufgelistet waren, hat sich so selber seine Sicht der Bibel entwickelt, ohne viele Bücher, ohne ein Theologiestudium. Und ihn faszinierten irgendwann Zahlenangaben in der Bibel, vor allem prophetische Zahlenangaben im Buch Daniel, im Buch der Offenbarung des Johannes. Und so kam er 1818 zu der Erkenntnis, dass Jesus bald wiederkommen würde. Und er hat das auch ganz genau ausgerechnet. Und zwar war er überzeugt davon, dass seine Berechnungen ergeben hätten, dass Jesus im jüdischen Jahr 1843-44 wiederkommen würde. Das jüdische Kalenderjahr ist immer etwas versetzt zu unserem Jahr. Jüdisches Neujahr war damals am 21. März. Also er hat gesagt, zwischen dem 21. März 1843 und dem 21. März 1844, in der Zeit, genauer kann ich es nicht sagen, in diesem Jahr wird Jesus wiederkommen. Das hat er erstmal 13 Jahre für sich behalten und dann am 13. August 1831 angefangen, das öffentlich zu verkünden, also 12 Jahre vorher, dass Jesus bald wiederkommen wird. 1833 gab es einen ungewöhnlich starken Meteoritenhagel an der Ostküste der USA. Da hat man gedacht, boah, jetzt fängt es an, die Endzeit geht los. In Matthäus 24 steht ja, die Sterne werden vom Himmel fallen. Jetzt ist es soweit. Und das hat auch Miller bestärkt, seine Endzeitbotschaft jetzt weiterzugeben. Er hat Mitarbeiter gewonnen, die das jetzt gepredigt haben, überall in den USA. Er selbst hat sich ein 6.000-Personen-Zelt gekauft und ist mit dem durch die USA gezogen, hat seine Botschaft verkündet, Jesus kommt wieder, 1843, 44 in 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einem Jahr ist es soweit. 3000 Adventprediger, also Prediger mit dieser Wiederkunftsbotschaft, sind durchs Land gezogen. Es gab 30 Zeitschriften, die diese Botschaft weiterentwickelt haben, die in einer Auflage von 5 Millionen Exemplaren diese Naherwartung den Menschen in den USA weitergenannt haben. Also es war wirklich eine heiße Naherwartungszeit. Es war ja übrigens auch, wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte des Pietismus, passte das auch so ein bisschen mit dem zusammen, was Johann Albrecht Bengel schon 100 Jahre vorher verkündet hatte. Er hatte gesagt, 1836 kommt Jesus wieder. Oder genauer gesagt, da fängt das tausendjährige Reich an. Also irgendwie diese 1830er, 40er Jahre, die waren vor allem in Amerika sehr endzeitschwanger, könnte man sagen. Dann kam dieses Jahr, 21. März 1843 ging es los. Viele haben ihre Sachen verkauft, haben nur noch gewartet, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Die Monate verstrichen, dieses eine Jahr, dieser Zeitraum, den Miller verkündet hatte, wurde immer weniger. Und dann schließlich kam der letzte Tag, der 21. März 1844. Jetzt aber musste es doch soweit sein. Aber der Tag verging und Jesus war nicht erschienen. Was machen wir jetzt? Es hat zuerst noch so eine kleine Verlängerung gegeben. Ein Prediger, Samuel Snow, hat eine neue Berechnung gemacht und hat gesagt, ah, wir haben uns ein bisschen verrechnet, wir haben uns eigentlich um ein halbes Jahr verrechnet. Jesus kommt am 22. Oktober erst wieder, 1844. Jetzt aber erst recht, jetzt haben viele ihren Job gekündigt, ihre Arbeit aufgegeben, sie haben nur noch gewartet, dass der 22. Oktober kam. Und auch dieser Tag kam und verstrich, ohne dass etwas Besonderes passiert ist. Man nennt diesen Tag in der adventistischen Bewegung oder ja, Theologie, konfessionsgeschichtlich die große Enttäuschung. Die große Enttäuschung, tausende von Menschen hatten sich darauf verlassen, dass das Ende der Welt kommt und es war nichts. William Miller hat bis zu seinem Tod, 5 Jahre später, 1849, immer noch dran geglaubt, dass Jesus auf jeden Fall jetzt irgendwie ganz kurz in Kürze wiederkommen wird. Er hat es nicht so richtig verstanden, wo er sich genau verrechnet hat, aber es passierte nichts und auch William Miller starb.
Das war sozusagen die Miller-Bewegung, die Vorgeschichte. Und daraus haben sich dann die Siebenten-Tags-Adventisten entwickelt. Und das kam so, dass einer der Anhänger der Miller-Bewegung, der hieß Hiram Edson, der hatte am Tag nach der großen Enttäuschung, am 23. Oktober 1844, eine Vision. Und er sah in dieser Vision nach eigenen Angaben, dass am 22. Oktober, an dem Tag, an dem Jesus hätte wiederkommen sollen, dass da schon etwas Besonderes passiert ist, aber nicht auf dieser Erde sichtbar, sondern dass im Himmel was passiert sei. Jesus ist an diesem Tag, laut dieser Vision von Hiram Edson, vom himmlischen Heiligtum in das himmlische Allerheiligste gegangen. Also die Vorstellung ist, das ist angelehnt an Ausführungen im Hebräerbrief, dass es im Himmel auch einen Tempel gibt und dass dort auch ein Kultus läuft und Jesus ist sozusagen als eine Art hoher Priester in das Allerheiligste gegangen, um jetzt, wie der Priester am großen Versöhnungstag, jetzt die große Versöhnung herbeizuführen, um die Sünden der Menschheit endgültig zu tilgen, um das Heiligtum zu reinigen, um festzustellen, wer wirklich dazugehört, um jetzt aufzuräumen, alle Sünden wegzuwaschen und insofern das jüngste Gericht langsam schon einzuläuten. Er macht sich bereit zum jüngsten Gericht sozusagen. Die letzte Phase ist da. Es ist also wirklich Endzeit. Es ist jetzt wirklich die Endzeit eingeläutet. Das jüngste Gericht hat im Grunde angefangen. Jesus ist schon bei den Vorbereitungen fürs jüngste Gericht. Und insofern hat Hiram Edson gesagt, Miller hatte recht. 22. Oktober 1844, wir waren uns mit dem Jahr schon sicher und das war die richtige Spur. Da hat das jüngste Gericht angefangen, die Endzeit ist da. Bloß es hat erstmal nur was im Himmel angefangen. Es wird bald auf die Erde kommen. Da wissen wir nicht ganz genau, wann das jetzt auf die Erde kommt. Nun kam jemand anderes, der hieß Joseph Bates. Der hat das übernommen, diese Heiligtumslehre von Hiram Edson. Und er hat sie verknüpft, diese Adventlehre der Reinigung des Heiligtums, mit einer zweiten Sonderlehre, nämlich eben mit dieser Sabbatlehre. Er gehörte zu einer kleinen Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Baptisten. Das waren Leute, die praktizierten die Bekenntnistaufe an Erwachsenen und die feierten gleichzeitig den Samstag, also den Sabbat als Feiertag, weil sie sagten, im Alten Testament steht das so: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Da steht nicht sonntags. Also haben sie gesagt, wir wollen richtig bibeltreu sein. Wir feiern jetzt auch immer samstags unseren heiligen Feiertag. Und in diesen Siebenten-Tags-Baptisten kam jetzt ein Adventist und ging da wieder raus und kombinierte das und hat jetzt gesagt, ich gehöre zu einer Gemeinschaft, die diese zwei Besonderheiten hat: Heiligtumslehre, Naherwartung und Feier des Samstags. Die entscheidende Person, die das dann wirklich miteinander verknüpft hat und die daraus dann eine große Kirche und Bewegung gemacht hat, das war dann Ellen G. White. Sie hieß als junges Mädchen Ellen Harmon und heiratete dann einen James White, so dass wir sie heute als Ellen White kennen, Ellen Gold White mit vollständigen zweiten Vornamen. Ellen White hatte sich schon 1840 der Miller-Bewegung angeschlossen. Sie war also mit dabei die letzten 4 Jahre, wo man auf die Wiederkunft Jesu wartete. 1840, da war sie gerade 13 Jahre alt. Als junges, begeistertes Teenager-Mädchen stieß sie also zu der Bewegung. Und als dann die große Enttäuschung kam, hatte sie kurz danach, im Dezember 1844, als sie 17 Jahre alt war, auch eine Vision. Eine Vision, in der ihr klar wurde, obwohl Jesus jetzt im Oktober nicht sichtbar wiedergekommen war, ist diese Adventbewegung doch die richtige Bewegung für die Endzeit. Es ist die Sammlung der Erwählten. Das wurde ihr in einer Vision bestätigt und das hat sie verkündet und damit hat sie diesen enttäuschten
Milleriten Mut gemacht und hat ihnen gesagt, wir sind doch auf dem richtigen Weg, verzagt nicht, was der Hiram Edson da gesehen hat. Das ist wirklich die Lösung. Es ist im Heiligtum im Himmel, was passiert. Und die Leute freuten sich über diese Vision. Und Ellen White bestärkte den Kurs der adventistischen Bewegung ab da immer wieder durch bestätigende Visionen. Und sie wurde bald als Prophetin angesehen, die mit einem besonderen Geist der Weissagung erfüllt gewesen sei. Also man wurde jetzt eine prophetische Bewegung. Man beschäftigte sich erstens viel mit den Prophetien in der Bibel und jetzt hatte man sogar noch eine aktuelle Prophetin, die auch noch mit Visionen bestätigend und korrigierend den Weg der Bewegung begleitete. 1846, da war sie 19 Jahre alt, heiratete sie James White. Und die beiden so als Team, sie als Prophetin, er als Organisator, brachten jetzt diese Siebenten-Tags-Adventisten auf eine große Spur. Sie entwickelten noch weitere Lehren, zum Beispiel die dreifache Engelsbotschaft. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Und ab Herbst 1846 feierten sie tatsächlich dann regelmäßig immer den Sabbat anstatt dem Sonntag. Und als es da auch noch mal ein paar Widersprüche gab, ob das wirklich so nötig sei, hatte Ellen White am 3. April 1847 eine Vision, wo sie das ausdrücklich bestätigte, das ist der gottgebotene Weg, den Sabbat zu feiern. Ellen White hatte nicht nur Visionen und Prophetien, sie war auch eine begnadete Schriftstellerin. Sie schrieb über 50 Bücher und Artikel, die bis heute in der adventistischen Bewegung gelesen werden, von vielen als besonders göttlich inspiriert angesehen werden, auch wenn offiziell es so ist, dass die Bibel über den Schriften von Ellen White steht und alle Schriften von Ellen White immer natürlich an der Bibel geprüft werden sollen. Es entstanden immer mehr Gemeinden von diesen Siebenten-Tags-Adventisten, über 100 entstanden bis 1860, dann nahm man auch offiziell diesen Namen an, Seventh-day Adventists, und man formierte sich 1863 in Battle Creek zu einer großen Generalkonferenz. Also die Frage ist, wann sind diese Siebenten-Tags-Adventisten entstanden? Was ist das eigentliche Gründungsdatum? Kann man nicht so genau sagen. Also es fing so 1845, 46, 47 so an, dass sich das alles so gefügt hat. 1847 stand eigentlich fest, was das für eine Bewegung werden würde. Und so richtig organisiert als Großorganisation offiziell hat man sich dann in den 1860er Jahren. Ellen G. White hatte nie irgendwie ein kirchliches Amt. Sie war keine Pfarrerin, Pastorin oder was weiß ich. Sie war so eine Begleitprophetin. Sie korrigierte immer wieder den Kurs der Siebenten-Tags-Adventisten über lange Jahrzehnte. Sie war die unwidersprochene Autorität im Hintergrund. Und sie kämpfte auch für einen guten Weg der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie kämpfte für eine evangelische Rechtfertigungslehre. Das war eine spannende Zusammenfügung, denn man hatte ja eigentlich, man hätte sagen können, die Adventisten haben so einen kleinen Rückfall ins Judentum praktiziert, indem sie halt den Sabbat wieder angefangen haben zu halten und indem sie auch Speisegebote wieder reaktiviert haben, die eigentlich im Christentum nicht mehr beachtet wurden. Also es hätte auch eine sehr gesetzliche Bewegung werden können. Und gerade dagegen hat Ellen White ganz wichtige Akzente gesetzt und hat gesagt, nein, wir stehen auf dem Boden einer evangelischen Rechtfertigungslehre. Wir kommen nur aus Gnade in den Himmel, nicht weil wir den Sabbat halten oder Speisegebote halten. Das ist alles gut und wichtig. Aber das Heil bekommen wir nur durch Christus. Und so hat man das dann weiter praktiziert. So hat also Ellen White es geschafft, dass die Bewegung sich immer mehr ausbreitete und auch eine gesunde theologische Rechtfertigung bekommen hat.
1874 wurden dann die ersten Adventistenprediger nach Europa gesandt. 1876 in Solingen zum ersten Mal 8 Personen adventistisch getauft. Und so hat sich die Bewegung langsam immer weiter ausgebreitet, bis man dann 1899 sogar eine eigene Schule, ein eigenes Ausbildungsseminar in Deutschland gegründet hat, in Friedensau bei Magdeburg, eine Missionsschule. Die hatte sogar eine Besonderheit jetzt, denn sie war eine Schule, die dann 1890, ich muss mal kurz eine kleine Pause. Also die Missionsschule der Adventisten, die 1899 gegründet wurde, die hat 1990, kurz vor der Wiedervereinigung mit der Regierung der letzten, also mit der letzten DDR-Regierung, ein Abkommen geschlossen, dass sie als Hochschule anerkannt wurde. Und so ist sie heute die Hochschule in Friedensau, eine Hochschule mit Promotionsrecht, wo man Theologie und verschiedene Sozialwissenschaften studieren kann. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland ungefähr 15.000 Adventisten. In der Zeit des Nationalsozialismus hat man sich schon sehr stark angepasst und an den Staat angebiedert. Gleichzeitig stand man in starker Spannung zum NS-Staat, weil man natürlich ja gegenüber der endzeitlichen Überhöhung der Nationalsozialisten, dass wir ein tausendjähriges deutsches Reich hier errichtet hätten, starke Widerstände hätten, weil man ja selbst eine starke eschatologische Erwartung hatte. Und das zweite Konfliktthema war natürlich die Sabbatheiligung, denn das wirkte ja sehr jüdisch. Und damit kam man im Dritten Reich nicht sehr gut an, sodass es manche Konflikte gab und auch einige Adventisten in Konzentrationslagern gelandet sind. Bis 1951 wuchsen die Adventisten in Deutschland dann auf ihren bisherigen Höchststand an von 44.800 Mitgliedern. Danach nahm es langsam wieder ab. Wie gesagt, 35.000 sind es heute. Kommen wir zur Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten. Was glauben Sie eigentlich? Das fassen Sie heute in 28 Grundartikeln zusammen. Die könnt ihr auch auf Ihrer Homepage adventisten.de sehen. Da gibt es auch Erklärungsvideos zu jedem dieser 28 Artikel. Es werden in den meisten Artikeln Überzeugungen geäußert, die mit der Lehre der evangelischen Kirche klar übereinstimmen. Und daneben gibt es so ein paar Sonderlehren, die fast nur von den Adventisten vertreten werden. Die möchte ich jetzt mal herausgreifen, diese besonderen Lehren. Das erste ist, wie gesagt, die Heiligung des Sabbats. Adventisten feiern im Gehorsam gegen das Sabbatgebot, gegen das dritte Gebot, genau wie Juden den Samstag als wöchentlichen Ruhetag, und zwar auch in der Abgrenzung, wie das Judentum das feiert, nämlich vom Sonnenuntergang des Freitags bis zum Sonnenuntergang des Samstags. Ellen White hatte diese Praxis als Gottes Wille bestätigt, wie gesagt. Und es wird bis heute immer noch damit begründet, dass Jesus selber ja den Sabbat gefeiert habe. Es steht in Lukas 4, Vers 16, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat zur Synagoge. Jesus hat sich da ganz in das Judentum eingefügt und er sagt sogar in einer Endzeitrede, betet, dass die letzten Tage, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat, Matthäus 24, Vers 20. Also er sieht auch, dass in den letzten Tagen der Sabbat immer noch was Besonderes ist, sagt man. Außerdem komme der Sonntag als Feiertag jetzt gar nicht im Neuen Testament vor, sodass man sagt, das ist nicht biblisch. Das ist aus heidnischen Kulten dann eingedrungen. Im Mithras-Kult gab es wohl so etwas wie eine Sonntagsfeier und dann hat Kaiser Konstantin einfach gesagt im Jahr 321, so, wir machen jetzt den Sonntag als gesetzlichen Feiertag, als Ruhetag. Und im Grunde ist es also ein heidnischer Tag, der durch einen politischen Beschluss jetzt in das Christentum eingedrungen ist.
diese Sonntagsfeier. Und von daher sagen die Adventisten, es ist viel biblischer, den Sabbat, den Samstag zu feiern. Man hat da viele Jahrzehnte gegen andere christliche Gruppierungen auch heftig polemisiert, dass die anderen alle unbiblisch sind, die den Sonntag feiern und nicht bibeltreu genug. Das war ein entscheidendes Abgrenzungsmerkmal, ein Leitcode für die ganze Bewegung, der erstmal zur Identitätsfindung ganz viel beigetragen hat, ein Abgrenzungsmerkmal. Heute sehen das viele Adventisten nicht mehr dogmatisch. Man sieht sich eher so im gemeinsamen Einsatz mit allen verbunden, die so für einen wöchentlichen Ruhetag eintreten. Man betont, wie lebensförderlich das ist, Ruhe zu halten, einen Rhythmus zu haben. Und ob wir jetzt genau den exakten Tag feiern, ob das unbedingt der Samstag sein muss, da ist man heute doch größtenteils lockerer. Man selbst sagt, das ist unsere biblische Überzeugung. Wir machen das auf jeden Fall am Samstag. Wenn es nun jemand am Sonntag macht, ist es auch okay. Hauptsache, er ruht und er weiht einen Tag in der Woche besonders auch dem Gebet und dem Gottesdienst. Dann ist das auch schon okay. Das zweite Besondere an ihrer Lehre, das ist die dreifache Engelsbotschaft. Grundsätzlich sagen die Adventisten also, zur Gemeinde Jesu gehören nicht nur Adventisten. Es gehören alle dazu, die in Wahrheit an Jesus Christus glauben. Das ist in Artikel 11 ihrer Glaubensartikel ganz klar deutlich gemacht. Aber sie hatten gerade in den Anfängen da auch schon eine elitäre Sonderauslegung von Offenbarung 14. Da geht es darum, dass drei Engel eine besondere Botschaft für eine Auswahlgemeinde haben, nämlich der erste Engel, der sagt in Offenbarung 14, Vers 6, dass diese Gemeinde den Auftrag hat, das Evangelium und das Gericht zu predigen, ein Predigtauftrag. Der zweite Engel sagt, ihr habt einen Absonderungsauftrag. Und das dritte ist, ihr habt einen Widerstandsauftrag gegen endzeitliche Verwirrung. Dieser dreifache Auftrag von Engeln, den hat man auf die eigene Bewegung bezogen und hat gesagt, wir sind diese besondere Gemeinde der Übriggelassenen und diese Botschaft gilt ganz besonders uns. Wir sind eine endzeitliche Auswahlgemeinde. Das spielt heute auch nicht mehr so eine Rolle bei den Adventisten, aber es hat die Anfänge sehr geprägt, um sich abzugrenzen, um eine eigene Identität zu finden. Wir sind was Besonderes. Das Dritte, was bis heute festgehalten wird, ist die sogenannte Heiligtumslehre. Wir haben das vorhin schon genannt, was der Hiram Edson entwickelt hat, dass Christus 1844 mit der Reinigung des Himmels begonnen habe. Das heißt, mit der endgültigen Beseitigung aller Sünden, mit der gerichtlichen Feststellung, wer ins Buch des Lebens eingetragen wird. Und da ist er jetzt schon dabei. Jesus ist sehr aktiv zugange momentan da im Heiligtum im Himmel. Und wenn er das abgeschlossen hat, dann wird er wiederkommen. Dass das nun genau 1844 losgegangen ist, oder zumindest in dieser Zeit irgendwie damals, so Mitte des 19. Jahrhunderts, das wird damit begründet, dass man eben endzeitliche Berechnungen angestellt hat. Daniel 8, Vers 14, da steht etwas von 2300 Tagen bis zur Weihe des Heiligtums. Und dann berechnet man, ja, da der persische Kaiser, der hatte 457 den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Wenn man dann von 457 vor Christus 2300 Jahre nach vorne rechnet, kommt man auf 1844. Also hat das nicht Hand und Fuß. Heute, also alle anderen christlichen Kirchen lehnen diese Berechnung ab. Es ist rein spekulativ und willkürlich. Es hat der Bewegung die Dynamik in den Anfängen gegeben, der Miller-Bewegung. Und man
hält immer noch daran fest und sagt, also es war doch was Besonderes da Mitte des 19. Jahrhunderts. Man sieht es an den vielen Erweckungen, die damals waren, an dem Aufschwung der Mission und so. Ist da nicht doch was Besonderes passiert? Könnten wir nicht dieses Datum festhalten? Meine Prognose ist, dass das bei den Adventisten immer mehr in den Hintergrund geraten wird und irgendwann wird man dieses Jahr, dieses besondere Jahr 1844 wahrscheinlich aus den eigenen Theologiebüchern rausstreichen, könnte ich mir vorstellen. Das vierte Besondere sind die Gesundheitslehren. Schon die Miller-Bewegung hatte das Rauchen verworfen. Und Ellen White hatte dann 1863, als man sich gerade so groß organisiert hatte in der ersten Generalkonferenz, hatte sie eine entscheidende Vision für Fragen der Gesundheit. Und seitdem hat man dann festgelegt, dass man als Adventist verzichtet auf Alkohol, auf Kaffee, auf Tee, also aufputschende Getränke. Und dass man auch die alttestamentlichen Speisegebote wieder beachten will. Man isst also kein Schweinefleisch, man isst auch keine sonstigen Tiere, die da im Alten Testament verboten sind. Keine Schalentiere, keine Muscheln und Krabben. Viele ernähren sich ganz vegetarisch. Im Grunde so eine Art koscheres Essen, wie es im Judentum auch gibt. Und seitdem wird überhaupt dieser Einsatz für Gesundheit sehr hochgehalten. Das ist typischerweise auch bei anderen Freikirchen, die in dieser Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sind, ein sehr starker Impetus. Auch bei den Mormonen kann man das zur gleichen Zeit beobachten. Gesundheitsreform wird in die eigene Kirchlichkeit als Merkmal integriert. Die Adventisten werden Vorreiter für medizinische Reformen, für eine gesunde Ernährung, was ihnen bis heute viele Türen öffnet und viele Sympathien einbringt. Wie stehen die Adventisten zu anderen Kirchen? Die Siebenten-Tags-Adventisten standen traditionell anderen Glaubensgemeinschaften eher zurückhaltend und kritisch gegenüber, wiewohl sie auch immer schon einräumten, dass es auch dort wahre Christen gibt. Sie haben also einen 100% Absolutheitsanspruch, nur unsere Mitglieder kommen in den Himmel oder so. Sowas gab es bei den Adventisten nie. Aber schon ein sehr starkes elitäres Selbstbewusstsein, das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr aufgeweicht. Insgesamt ist ein starker Wandel von einer schroffen Kritik und Ablehnung anderer Kirchen bis hin zu einer positiven Zusammenarbeit heutzutage mit anderen Kirchen zu beobachten. Es gibt auch offizielle Gespräche mit anderen Kirchen von 1994 bis 1998. Gab es offizielle Konsultationen zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten. Da wurde vieles festgehalten, das kann man alles nachlesen. Es wurde festgehalten, also in bestimmten Fragen gibt es Lehrdifferenzen, aber die Lutheraner haben seitdem entschieden, Adventisten sind auf jeden Fall keine Sekte, sondern sie sind eine Freikirche. Deswegen sind die Adventisten auch heute Gastmitglied im Arbeitskreis christlicher Kirchen, in vielen regionalen ACK-Vereinigungen und auch Gastmitglied in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Das ist ihr Selbstverständnis heute. Wir sind eine Freikirche wie andere Freikirchen auch. Wie sind die Adventisten organisiert? Sie sind eine Weltkirche und es gibt eine Weltkonferenz, die sich also presbyterial-synodal zusammensetzt. Es gibt eine oberste Kirchenleitung, die wird Generalkonferenz genannt. Und alle 5 Jahre findet eine Weltvollversammlung statt, die nennt man auch Generalkonferenz, wo dann wichtige Entscheidungsprozesse stattfinden. Also eine zentralistische, global geführte Kirche, das gibt relativ wenig Spielraum für regionale Sonderentwicklungen, für individuelle Entwicklungen von Einzelgemeinden. Alle Adventistengemeinden sind doch sehr ähnlich strukturiert und geprägt. Das wird doch ja relativ einheitlich gehalten, auch wenn es schon zum Beispiel in Deutschland auch schon regionale Unterschiede gibt. Es gibt zum Beispiel keinen deutschlandweiten Adventistenverbund, sondern es gibt einen norddeutschen Verband und einen süddeutschen Verband.
Der Norddeutsche Verband gilt als wesentlich liberaler und progressiver. Der Süddeutsche Verband, vor allem in Baden-Württemberg, gilt als eher konservativer und traditioneller. Wie sieht so das Leben von Adventisten aus, das Gemeindeleben, Kultus und Lehre? Adventisten, sie kommen ja von von den Baptisten her, von einer Splittergruppe der Baptisten. Von daher haben sie das auch bis heute festgehalten, dass sie die Erwachsenentaufe praktizieren, die Bekenntnistaufe von Erwachsenen nach öffentlichem Zeugnis, dass man glaubt, durch vollständiges Untertauchen. Eine Säuglingstaufe wird nicht anerkannt. Das Abendmahl wird als etwas Besonderes nur vierteljährlich gefeiert, und zwar bewusst mit ungesäuertem Brot und mit unvergorenem Traubensaft, also nicht mit Wein. Man darf ja keinen Alkohol trinken als Adventist, und man begründet das auch so, dass man der Überzeugung ist, Jesus habe wohl auch bei seinem letzten Abendmahl keinen Wein getrunken, sondern nur unvergorenen Traubensaft. Woher sie das genau haben, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das könnt ihr mal irgendwie nachlesen oder recherchieren. Das Besondere an den Abendmahlsfeiern ist, dass an diesem Sonntag nicht nur Abendmahl gefeiert wird, sondern dass dem Abendmahl dann immer auch eine Fußwaschung vorausgeht. Jesus hat das ja in Johannes 13 den Jüngern gesagt. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ihr sollt das dann auch weiter so praktizieren. Und so machen das die Adventisten als bibeltreue Gemeinschaft auch nach dem Gebot Jesu, vierteljährliche Fußwaschung. Das heißt, man trifft sich getrennt nach Männern und Frauen in zwei separaten Räumen, und Männer waschen also Männern die Füße, Frauen waschen Frauen die Füße, eher so ein bisschen zeichenhaft mit ein bisschen Wasser. Da werden jetzt nicht die Füße geschrubbt, sondern man kommt natürlich mit gewaschenen Füßen und bekommt sozusagen diesen symbolischen Dienst, dass jemand einem die Füße benetzt und die Füße abtrocknet. Und dann umarmt man sich, gibt sich einen Bruderkuss der Versöhnung. Seit ungefähr 20 Jahren wird es auch praktiziert, dass sich Ehepaare gegenseitig die Füße waschen. Die historischen Wurzeln dieser Praxis liegen übrigens in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Das kam über Zinzendorf und die Herrnhuter in die adventistische Bewegung hinein. Die nahe Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi bespielt immer noch eine wichtige Rolle, zumindest auf dem Papier, auch wenn man seit der großen Enttäuschung 1844 auf ein genaues Datum verzichtet hat. Es gab keine neuen Jahreszahlen, die genannt wurden seitdem. Aber diese Endzeitfragen, die ja dem Namen auch entspricht, Adventisten, sind doch teilweise sehr erstarrt. Also eine echte Naherwartung ist natürlich nach 180 Jahren Geschichte jetzt fast schon auch immer schwieriger geworden, so dass das auch an Dynamik verloren hat. Wie soll man jetzt heute noch wirklich damit rechnen, dass Jesus dieses Jahr oder nächstes Jahr wiederkommt, wenn das jetzt schon seit 180 Jahren nicht passiert ist? Also es fällt schwer dafür zu argumentieren, so dass es immer noch einige adventistische Mitglieder gibt, denen das sehr wichtig ist, die ganz viel Endzeitfragen thematisieren, auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass das ein Zeichen der Endzeit sei und so weiter. Aber so als Gesamtkirche ist es doch mehr so zur Tradition geworden, zu einem Glaubensinhalt, den man wichtig findet, aber der jetzt nicht mehr solche Relevanz hat. Es ist von Gemeinde zu Gemeinde, auch von Mitglied zu Mitglied sehr unterschiedlich, wie viel man sich noch mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt. Übrigens haben sie die Vorstellung einer Hölle abgeschafft, also eine Hölle, in der die Verdammten ewig gequält werden. Das lehnen sie ab, schon von den Anfängen an. Es wird stattdessen damit gerechnet, dass die Gottlosen im jüngsten Gericht vernichtet werden, endgültig vernichtet. Sie werden ausgelöscht. Sie vertreten also theologisch gesehen die sogenannte Annihilatio-Lehre. Das haben dann übrigens die Zeugen Jehovas auch von den Adventisten übernommen.
Was anders ist als bei den Zeugen Jehovas, ist, dass Adventisten ganz klar sagen, Rettung vor dieser Auslöschung gibt es nicht durch eine Mitgliedschaft bei uns, bei den Adventisten, sondern es gibt sie immer nur durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus als persönlichen Herrn, egal zu welcher Kirche man gehört. Weltweit gibt es ungefähr 15.000 ordinierte Pastoren. Sie haben also Hauptamtliche. Und es sind aber alles nur Männer. Die Frauenordination wird abgelehnt. Es ist auch nicht so einfach als globale Kirche. Sie haben da ähnliche Schwierigkeiten, würde ich mal sagen, wie die römisch-katholische Kirche. Denn der Schwerpunkt der Mitgliedschaft liegt doch in Lateinamerika und Afrika, und dort ist man gerade in dieser Frauenordinationsfrage eher konservativ eingestellt. In Deutschland würden es viele Gemeinden sehr gerne sehen, dass auch Frauen Pastorinnen sind, und es werden auch Möglichkeiten geschaffen, dass Frauen für einen lokalen Dienst in einer Ortsgemeinde auch eingesegnet werden. Sie bekommen eine sogenannte segnende Beauftragung für Amtshandlungen in einer Ortsgemeinde, auch wenn sie nicht offiziell Pastorin werden und damit auch nicht offiziell jetzt in kirchenleitende Ämter kommen können. Wie sieht so der Lebensalltag als Adventist aus? Wie gesagt, einen hohen Stellenwert haben für Adventisten Gesundheitsfragen. Man raucht nicht, man trinkt nicht und man meidet auch sonstige schädliche Genussmittel. Offiziell jedenfalls, inwiefern dann doch manche Adventisten das so heimlich oder so halboffiziell praktizieren, gibt es wahrscheinlich auch. Aber so die Grundlinie der Kirche ist gesunde Ernährung, wenn möglich vegetarische Ernährung. Übrigens gibt es einen berühmten Adventisten, der hieß Kellogg mit Nachnamen. Der hat tatsächlich die Kellogg's Cornflakes erfunden 1894. Und das war ein überzeugter Adventist, der gesagt hat, also es ernähren sich so viele so ungesund zum Frühstück. Also gerade in den USA mit englischem Hintergrund, so ein fettes englisches Frühstück mit Speck und Eiern und Porridge und so. Da hat eben der Kellogg und seinen Bruder, die Kelloggs Brüder, die haben dann die Cornflakes erfunden als gesunde Frühstücksalternative. Die waren am Anfang auch noch ohne Zucker. Und ja, so haben sie also tatsächlich auch manche Produkte, gerade in der Müsli-Herstellung sind manche Adventisten beteiligt, die da mitgeforscht und was entwickelt haben. Granola und so. Sie haben auch ein eigenes Gesundkostwerk in Lüneburg, die DVG. Es gibt eine Marke, die Granovita. Ich weiß nicht, ob das heute noch in adventistischem Besitz ist, aber die von Adventisten entwickelt worden sind. Es gibt einen deutschen Verein für Gesundheitspflege, der sich um Gesundheitsfragen kümmert. Und man unterhält weltweit über 500 Kliniken, um sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Dazu gibt es einen weltweiten Katastrophen- und Entwicklungsdienst, der nennt sich ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Da versucht man also gerade bei Naturkatastrophen zu helfen und Entwicklungszusammenarbeit anzubieten, soziale Hilfe zu leisten. Das ist für Adventisten ganz wichtig, dass Heil und Heilung immer zusammengehören und dass das sehr ganzheitlich gesehen wird. Das macht sie auch sehr glaubwürdig. Dazu kommt, dass sie auch sehr in den Bildungssektor investieren. Erziehung und Bildung werden als Dienst an der Menschheit gesehen. Es gibt weltweit 6.000 adventistische Schulen und Hochschulen. Das ist die größte Zahl von Bildungseinrichtungen nach der römisch-katholischen Kirche. Und wie gesagt, auch in Deutschland haben wir die Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg, wo man auch verschiedene Studiengänge studieren kann, und Adventisten aus aller Welt kommen da nach Friedensau, studieren da, machen ihren Bachelor, Master oder Doktor und gehen wieder zurück in ihre Länder.
Wenn wir so von Adventisten reden, dann meinen wir normalerweise immer diese Siebenten-Tags-Adventisten, von denen wir bis jetzt gesprochen haben. Aber es gibt auch ein paar Gruppen, die sich so aus der adventistischen Bewegung heraus noch entwickelt haben. Die wichtigste sind die sogenannten Reformadventisten. Die sind im Ersten Weltkrieg entstanden. Sie heißen offiziell heute die Internationale Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung. Das sind Adventisten, die sind rausgeschmissen worden Anfang des Ersten Weltkrieges, weil sie Pazifisten waren, weil sie sich geweigert haben, Militärdienst zu leisten. Die adventistische Kirche hat sich entschieden, wir unterstützen den Ersten Weltkrieg. Unsere Männer sollen mitkämpfen, auch am Samstag. Und da haben 3000 Adventisten in Deutschland gesagt, da machen wir nicht mit, das steht für uns gegen die Bibel. Und diese 3000 Leute wurden aus der adventistischen Gemeinschaft ausgeschlossen, haben sich dann nach dem Ersten Weltkrieg eben organisiert als Reformadventisten und hatten dann aber nur eine kurze Zeit, weil 1936 die Nationalsozialisten sie verboten haben. Also die Siebenten-Tags-Adventisten, die großen, normalen, sind nicht verboten worden, trotzdem auch bedrängt. Aber diese Reformadventisten, weil sie ja auch noch Militärdienstverweigerer waren, die hatten es besonders schwer. Sie wurden verboten und verfolgt. Und von diesen Reformadventisten kann man sagen, dass die meisten christlichen Märtyrer im Dritten Reich nach den Zeugen Jehovas waren dann Leute aus dieser reformadventistischen Splittergruppe. Heute haben die Reformadventisten weltweit 31.000 Mitglieder gegenüber 20 Millionen von der Hauptgruppe. Man vertritt immer noch den Pazifismus, verweigert den Wehrdienst, hält den Sabbat, lebt vegetarisch. Und diese Reformadventisten sind übrigens auch Impfgegner. Sie lehnen das Impfen ab. Von daher werden die sich wohl auch keine Corona-Impfung holen in diesem Jahr 2021, wo ich das Video gerade drehe. Konfessionsgeschichtlich muss man sagen, könnte man sogar die Zeugen Jehovas als eine Art adventistische Splittergruppe sehen, zumindest als eine Weiterentwicklung. In den Anfängen der Zeugen Jehovas hat man manche Ideen von den Adventisten übernommen, diese Naherwartung, wie die Miller-Bewegung, dass die Verkündigung eines Datums, wann Jesus wiederkommt und dann, wenn er nicht wiedergekommen ist, die Uminterpretation, dass da im Himmel was passiert sei, aber an diesem Datum, das hat Charles Taze Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas, eigentlich von den Adventisten übernommen, auch die Ablehnung der Hölle. So dass man sagen kann, die Zeugen Jehovas sind natürlich gar keine adventistische Gruppe heute mehr, aber manche Aspekte ihrer Lehre haben sie von den Adventisten übernommen. Global kann man sagen, wie entwickeln sich die Adventisten weiter? Während in Europa die Mitgliederzahlen stagnieren, haben Adventisten in Lateinamerika und Afrika starken Zulauf. Hier hat man wirklich Millionen von Mitgliedern in den letzten Jahren neu gewonnen. Während es im Jahr 2000 noch 10 Millionen Adventisten weltweit gab, hat man dann im Jahr 2017 festgestellt, dass die Bewegung schon auf 20 Millionen angewachsen ist. Also eine Verdoppelung der Mitgliederzahl innerhalb von 7 Jahren, das können nicht viele christliche Gemeinschaften von sich sagen. Das könnte man damit erklären, dass viele Menschen durch die vielfältigen Bildungseinrichtungen, durch die sozialen Einrichtungen, durch die Kliniken einen Bezug zum Adventismus bekommen, dadurch zum Glauben finden und dadurch auch gleichzeitig soziale Aufstiegschancen erhalten, wenn sie sich einer adventistischen Gemeinde anschließen und man sich gegenseitig so hilft. Die gelebte Gemeinschaft, dieses enge Netz, hat sie sozusagen weiter gestärkt und gibt ihnen Halt und Sicherheit. Allerdings haben Untersuchungen auch ergeben, dass 50% aller Neumitglieder der Adventisten nach 3 Jahren die Freikirche schon wieder verlassen haben. Also es ist auch ein sehr großer Durchlauf.
Woran das liegt, habe ich jetzt keine Ahnung. Aber ja, also sehr viele Leute kommen dazu, aber auch ein großer Teil verlässt die Freikirche wieder, weil man vielleicht doch, keine Ahnung, mit Sachen unzufrieden ist oder weil man sich doch anderen christlichen Kirchen dann anschließt. Vielleicht sind die Adventisten auch, das würde mich mal interessieren, ob die Adventisten eher so eine Gruppe sind, die Menschen aus anderen christlichen Gruppierungen zu sich ziehen. Und dass Leute das attraktiv finden oder ob sie primär missionarisch sind, Menschen zum Glauben führen, die dann von ihnen zu anderen Kirchen weitergehen, das weiß ich nicht. In Deutschland gibt es aber noch die eine Besonderheit, dass in den letzten 20, 30 Jahren besonders viele Russlanddeutsche auch zu den Adventisten gefunden haben. 8000 Russlanddeutsche Mitglieder wurden integriert, sodass also heute ein Viertel der deutschen adventistischen Mitglieder solch einen russlanddeutschen Hintergrund haben. Eine entscheidende und spannende Frage bei den Adventisten ist bis heute, wie steht man eigentlich zu Ellen G. White? Ellen White ist die entscheidende Gründungsgestalt der Adventisten. Ohne sie hätte sich die Bewegung nie so entwickelt. Sie hat den Adventisten das entscheidende Profil gegeben. Sie hat die Adventisten auch in einem seriösen Fahrwasser gehalten. Sie hat ihnen die evangelische Rechtfertigungslehre ins Erbe mitgegeben. Und die Frage ist, wie steht man heute zu ihr? Ist sie immer noch die endzeitliche Prophetin? Die heutige Haltung ist ambivalent. Also es gibt da wahrscheinlich ein sehr weites Spektrum innerhalb der Adventisten, wie man mit Ellen White umgeht. Von Mitgliedern, die sich gar nicht mehr mit ihr beschäftigen, die noch wissen, dass es sie gab, so als Gründerin, aber die sie nicht besonders wichtig finden, bis hin zu einer Überhöhung, bei der sie total wichtig gehalten wird, immer wieder zitiert wird und bei der ihre Aussagen faktisch sogar über die Bibel gestellt werden, weil man durch ihre Brille die Bibel dann auch liest. Das gibt es also bis heute und viele Kritiker sagen, also in dieser extremen Form der Ellen White-Verehrung wird letztlich das evangelische Schriftprinzip Sola Scriptura wirklich ausgehebelt und da gibt es eine Nebenoffenbarung noch neben der Bibel. Das wird dann auch noch dadurch verstärkt kritisiert, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie plagiiert habe in ihren Büchern. 1982 erschien ein Buch von Walter Rea, The White Lie, der nachzuweisen versucht, dass der größte Teil des Schrifttums von Ellen White, was angeblich direkt vom Heiligen Geist inspiriert worden sein soll, dass das doch faktisch aus anderen Büchern abgeschrieben worden sei. Mittlerweile gibt es da mehrere Untersuchungen dazu, die bestätigen, ja, dass Ellen White in ihren Büchern tatsächlich viel Sekundärliteratur verarbeitet hat und dass sie das nicht belegt hat. Man kann sagen, das war jetzt Mitte 19. Jahrhunderts, das war üblich so, da darf man jetzt nicht Plagiatsmaßstäbe von 2021 anlegen. Manche interpretieren das auch heute so, okay. Also Ellen White war einfach eine gute Schriftstellerin. Die hat auch viel gelesen, die konnte auch gute Sachen aus anderen Büchern mit integrieren, prüfet alle und das Beste behaltest. Also man könnte auch einfach sagen, sie war eine begnadete Erbauungsschriftstellerin, die sehr viel Tiefgehendes gesagt hat, so wie evangelische Christen vielleicht die Schriften von Luther besonders in Ehren halten und sich bis heute dadurch inspirieren lassen. So machen das Adventisten eben mit den Büchern von Ellen White. Manche adventistische Prediger machen das bis heute so, dass sie versuchen, mindestens ein Zitat von Ellen White mit in eine Predigt einzubauen. Andere lassen das. Also ja, es ist bis heute eine Frage, wie geht man mit diesem Erbe um, wenn man sie als eine wichtige Gründungsgestalt sieht, die manches Inspirierende gesagt hat, dann kann man sicherlich damit gut umgehen. Kommen wir zu einem Fazit über die Adventisten. Die Siebenten-Tags-Adventisten sind eine christliche Gemeinschaft,
die aus meiner Sicht bis heute von ihrer Entstehungszeit im 19. Jahrhundert deutlich geprägt sind. In Abgrenzung zur Aufklärung versuchte man damals, den christlichen Glauben einerseits durch übernatürliche Phänomene zu stützen. Wir haben auch zur gleichen Zeit im katholischen Bereich die ersten Stigmatisierungen, die ersten Marienerscheinungen in Lourdes und so weiter. Da ist die gleiche Bewegung eigentlich zu sehen, dass man sagt, wir können zwar mit unserem Argumentativ nicht mehr der Welt beweisen, dass der christliche Glaube wirklich die Wahrheit ist, aber seht doch unsere Zeichen und Wunder. Wir haben Prophetien, wir haben Visionen. Das zeigt, dass unser Glaube der richtige ist. Auf der anderen Seite ist man selbst eine sehr von der Aufklärung geprägte Gemeinschaft, sehr rational, sehr Bibelwortlaut forschend, fundamentalistisch könnte man sagen, sehr auch an diesen Zahlenangaben in der Bibel orientiert, wo man sehr rational mit damit umgeht und versucht, mit dem Verstand Lösungen zu finden, was für Hinweise uns das gibt. Also ein sehr starker rationalistischer Umgang mit der Bibel, den wir dann übrigens auch später bei den Zeugen Jehovas auch wieder sehen, die da einen ähnlichen Bibelumgang mit übernommen haben. Sie sind dann wirklich in eine ganz rationalistische Bibelauslegung abgedriftet. Bei den Adventisten gab es dann doch immer wieder auch eine Korrektur zu einem mehr spiritualistischen, inspirierenden Umgang mit der Bibel, dass mehr auf die Botschaft geachtet wurde und dass der Glaube doch mehr als Beziehung gesehen wird. Die Betonung der Naherwartung hat die Adventisten zunächst also mit den anderen Miller-Gruppen verbunden, mit vielen Erweckungsgruppen, die endzeitlich orientiert waren. Aber erst die Sabbatheiligung hat ihnen sozusagen das Alleinstellungsmerkmal gegeben, das sie brauchten, um als Bewegung zu überleben. Und das hat ihnen schon mal einen starken jüdischen Akzent gegeben, einen starken Akzent jüdischen Erbes, was dann durch die Integration der jüdischen Speisegebote noch verstärkt wurde. Gleichzeitig hat man damit aber natürlich auch sich wieder alte Probleme mit reingeholt, die man eigentlich im Protestantismus überwunden geglaubt hatte, nämlich die Spannung zwischen Gesetzlichkeit und evangelischer Freiheit. Bis heute ist es so, ich würde sagen, sehr ähnlich wie im Calvinismus, dass man also einen sehr hohen ethischen Anspruch hat, Sabbatheiligung, Speisegebote und so weiter, bei gleichzeitigem Festhalten, dass es darauf ja auch nicht ankommt, sondern dass man natürlich nur aus Gnade allein gerechtfertigt ist. Das muss man im Adventismus irgendwie zusammenhalten. Heute befinden sich die Adventisten auf einem langsamen Weg der ökumenischen Öffnung und der Relativierung ihres eigenen Absolutheitsanspruchs. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Durch ihre zentralistische Organisation als Weltkirche mit einem starken Schwerpunkt in Afrika und Lateinamerika haben es Reformprozesse schwer, ähnlich wie in der römisch-katholischen Kirche. Es ist halt ein Riesentanker mit 20 Millionen, den man irgendwie in einem richtigen Fahrwasser halten muss. Und Kurskorrekturen sind da nicht so einfach. Die Dynamik der Naherwartung, wie gesagt, ist mittlerweile stark verflogen, beziehungsweise ist in dogmatischen Formeln und Traditionen erstarrt. Zum Beispiel wird auf Konferenzen, bei Jahresfesten, bei besonderen Gottesdiensten immer noch das traditionelle Abschlusslied gesungen. Wir sind voll Hoffnung auf den Tag des Herrn. Aber das ist jetzt Tradition, das ist so bei den Adventisten, dass man deswegen am nächsten Tag sein Haus verkaufen würde, weil der Tag so nah bevorsteht. Das macht natürlich heute irgendwie niemand mehr. Die Betonung des Samstags als religiösem Ruhe- und Feiertag wirkt heute innerhalb des christlichen Spektrums eher fremd, ist auch in seiner praktischen Sinnhaftigkeit, in seiner theologischen Begründung kaum zu vermitteln. Es trennt einen mehr von anderen Christen.
Also man hat das am Anfang gebraucht als Abgrenzungsmerkmal. Heute will man ja nicht mehr so abgegrenzt sein. Von daher ist die Frage, ja, ob man da sich auch öffnen kann. Aber es ist so ein Kernmerkmal der adventistischen Identität, der Siebenten-Tags-Adventisten, dass ich denke, das kann man nicht aufgeben. Man kann es relativieren. Man hat es heute schon als etwas nicht Heilsentscheidendes relativiert. Aber ja, das jedenfalls ist etwas, was jetzt nicht so attraktiv, sondern eher fremd wirkt. Dagegen bieten die Gesundheitslehren, die die Adventisten haben, bis heute vielfältige Anknüpfungspunkte an das Empfinden vieler Menschen. Also das ist wirklich etwas, da sind sie an vorderster Front, da sind sie direkt am Zeitgeist dran. Gesunde Ernährung, Vegetarismus, da bieten sich den Adventisten viele Gesprächsanknüpfungspunkte. Da kann man Seminare machen, da kann man Angebote machen, da kann man Menschen helfen, mit der Ernährung besser umzugehen. Und viele sind da sehr offen dafür und bekommen dadurch auch zum christlichen Glauben einen Bezug. Dazu kommt das enorme Engagement im Bereich Bildung und Soziales und auch lebendige Gemeinschaft in den Gemeinden, ein sehr engagiert gelebter Glaube, dass all das zusammen, Bildung, sozialer Einsatz, engagiert gelebter Glaube, das wirkt auf viele sehr attraktiv und dadurch sind vielleicht auch die hohen Zuwachszahlen global zu interpretieren und zu begründen. Zusammen mit einer weiteren ökumenischen Öffnung könnte man erwarten, dass dass den Adventisten eine großartige Zukunft bevorsteht, wenn sie es schaffen, sozusagen sich zu lösen von alten Erstarrungen, die sie sozusagen von ihren Wurzeln her manches noch festhalten. Aber grundsätzlich könnte man sagen, wenn die Adventisten so weiter wachsen, dann werden sie eine der größten christlichen Gemeinschaften, der größten evangelikalen Gemeinschaften auf jeden Fall. Und so, dass sie da auch ein gewichtigeres Wort in Zukunft noch mitzureden haben, wenn sie sich nicht nur als Gastmitglied, sondern wenn sie sich auch ökumenisch voll integrieren werden, dann darf man gespannt sein, welche Stimme man von den Adventisten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch hören wird. Ich hoffe, das ist euch jetzt ein bisschen klarer geworden, was es mit den Adventisten auf sich hat und ihr könnt ja mal samstags bei einem Gottesdienst bei ihnen vorbeischauen.